Wheels mit Pokerface Lady Gaga. Finde ich super. Macht gute Laune. Und jetzt, liebe Zuschauer, ist es soweit. Sie erinnern sich. Bärbel Neff haben wir mit versteckter Kamera zu Hause überrascht. Thomas Anders war der Lockvogel, hat die Bärbel eingepackt, in die Stretch-Limo gesetzt und jetzt sind sie da. Die Limo ganz vorsichtig. Knapp 5000 Besucher hier, da kann man natürlich nicht wie Bonzo Schmidtchen fahren. Da unten bleibst du stehen. Eieiei. Da muss ich jetzt da mit den Schuhen hineiern. Moment. Oh, ihr dürft nicht lachen. So, da ist sie doch. Bärbel, hallo. Grüßchen. Na, mein Lieber. Na, das sagt, ihr kommt mit ihm auf die Fläche, dass euch die Leute sehen. Ja. Oh. Schauen Sie mal, liebe Zuschauer. Eben noch arglos beim Muttertagsfrühstück und jetzt auf dem Lerchenberg. Unsere Zuschauerin Bärbel Neff. Wir gehen hier so hin. Komm mit rum. Sie müssen einmal sagen, wie war denn das? War das aufregend? Aber wirklich sehr aufregend, ja. Ich habe da gar nicht, natürlich nicht mit gerechnet, nicht? Wann haben Sie es denn registriert? Mensch, das ist ja das Wohnzimmer, in dem ich sitze. Als ich das auf dem Bildschirm sah. Ich habe mich nur gewundert, warum wir die ganze Zeit im Fernsehgarten gucken. Nicht? Wenn man zu Besuch ist. Zu Besuch ist. Schaltet man ja kein Fernsehen ein, nicht? Ja. Und ich denke, na ja, das ist ja auch, sind ja auch sehr schöne Fotos und sehr schöne Menschen, nicht? Vor allem die jungen Männer, die da im Anfang getanzt haben. Also das war schon... Und dann haben Sie gedacht, das geht schon in Ordnung. Das geht in Ordnung. Dann kam der Thomas noch, hat Sie ja mitgenommen. Das hat mich total umgeworfen. Liebe Frau Neff, ja. Liebe Frau Neff. Natürlich haben wir das Ganze nicht alleine vorbereitet, sondern es gibt zusätzlich zum Thomas den Oberlockvogel, der das alles vorbereitet hat, der uns alles über Sie erzählt hat und der Sie von ganzem Herzen liebt. Und das ist Ihre Tochter, Sabine. Da ist sie. Liebe Mutsch, ich glaube, dieser Muttertag war heute schon was ganz Besonderes. Aber du bist auch ein ganz, ganz besonderer Mensch und hast es wirklich mal verdient, dass du einfach mal so eine tolle Überraschung bekommst. Du bist immer diejenige, die für alle stark ist. An dich denkst du immer am wenigsten. Und deshalb musst du heute einfach mal das einfach mal sein. Ich hab dich ganz doll lieb. Ich auch. Sabine, vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt muss es auch mal gut sein, gell, Bärbel? Jetzt haben Sie alle Zeit der Welt, sich die jungen, hübschen Tänzer hier anzugucken. Oh, super, ja. Nehmen mit Ihrer Tochter da Platz, da gibt es ein bisschen Champagner, die Rose können Sie da reinstecken und genießen einfach die Sendung. Und gleich kommt ja auch der Auftritt von Ihrem allerliebsten Lieblingskünstler, von Thomas. Ja, ja. Sabine und Bärbel Neff, liebe Zuschauer, nehmen Sie einfach Platz.